Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Diablo 2 vollen Mod für Sacred 2. Jo, wir haben mit der Hochelfin angefangen, das ist ja unser Stream-Charakter. Die Javason, also Amazone mit Javelin, also Wurfspeer. Und hier haben wir mit Enchanted, also Verzaubern, gespielt und haben zu wenig Angriff gehabt. Und ich habe ja gesagt im letzten Part, wir werden eventuell den Drachenmagier spielen auf Feuer. Und das sehe ich. Ich habe es ein bisschen kurz vorgezockt, also ein bisschen angeschaut. Wir haben keinen Buff und dafür hat der Beschwörungsbaum zwei Buffs. Und das ist ein bisschen schwer zu spielen, wenn man zwei Bäume gehen muss. Oder ja, einfach braucht die Auren. Wir werden mal den Necromancer spielen. Das ist, glaube ich, der Inquisitor. Da können wir nur böse spielen. Aber wir werden den Drachenmagier auf Licht spielen nebenbei, dass wir ungefähr gleichlevelig sind, dass wir da auch ein bisschen Abwechslung haben. Nehmen hier Tester, weil es einfach am besten ist. Ich brauche es zwar kaum, aber in einem Bosskampf wäre gut, wenn man ein bisschen geschützt ist. So, das bietet irgendwie, ja, Ablenkung. Also, ja. Das nochmals kurz lesen, genau. Es bietet etwas anders nämlich, oder? Es ist ja... Vielleicht macht es ja den Gegner wie Statik ein bisschen lowlifiger. Okay. Keine Ahnung. Wir nennen ihn, wie nennen wir ihn? Ja. Fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Wir nennen ihn einfach mal, nennen wir einfach mal Drago oder Necro Drago oder so, Necro Drago. So, das passt am besten. Ist zwar ein bisschen, ja, wenig Ding, aber. Und die Haarfarbe machen wir ein bisschen außergewöhnlich. So blau wäre schön. Schwarz. Ist richtig komisch schwarz. Ganz grau. Ich glaube, ich nehme so, so ein bisschen blau, sicher cool. Ja, mehr müssen wir nicht einstellen, wir haben alles. So. Jo, jetzt kommt ja das Update für Last Epoch raus. Ich werde ja livestreamen, ich kann wahrscheinlich diese Folge und die nachherigen nicht so schnell bringen, aber dann geht es ja wieder schnell, wenn ich dann auch wieder die Folgen von Last Epoch bringe, vom Let's Play. Ich werde einfach so lange livestreamen, bis jetzt wirklich ich sage, ja, ich muss mal schlafen, ich muss mal ja, schauen, dass ich einfach mal ein bisschen rauskomme, einkaufe oder so. Und da eine geile Rüstung links. Ist das eine Set-Rüstung? Sieht so aus. Vielleicht kriegen wir den. Eben die Möglichkeit ist, einfach so ein bisschen zu schauen, ein bisschen auf Beschwörungen zu gehen und ein paar Angriffe. Es gibt so einen geilen Angriff. Ich glaube, er heißt Knochenspeer, aber er ist wirklich nur auf einen Gegner, dafür verlangsamt er ihn, glaube ich, auch oder so. Oder Flüche. Oh, wurde er vergiftet von uns? Oh. Schade. Ich hätte gerne die Rüstung einfach mitgenommen. Genau, das ist dieser Angriff. Wieso sind jetzt genau zwei am Angreifen? Jetzt hatte ich meinen Test laufen. So. Ja, den Necromancer habe ich, glaube ich, auf Level 12 gespielt. Bin einfach ein bisschen durchgerusht und habe so ein bisschen volle Sachen gesehen. Ihr werdet jetzt dann sehen, was die Nochmal einer, okay. Ah, das ist wahrscheinlich wegen dem Super Spawn Mod. Der macht ja auch aggressiver und so. Ja, kann ich verstehen. Dass alle angreifen wollen mich. Gut, also was haben wir? Wir haben eben noch nichts. Also wir haben nur diesen Knochensperrangriff. Stümmelung heißt es im Hauptspiel. Und das war damals ein Nahkampf- oder Fernkampfangriff, je nachdem, was man für eine Waffe hat. So, die Musik ist ein bisschen laut, habe ich so das Gefühl. Die Musik brauche ich nicht so laut. So, eine Nachtmusik, die sind immer lauter, oder damit man irgendwie in der Nacht mehr dancen kann.
Kann ich den eigentlich gut turnen? Der ist nämlich stark. Ich dachte eigentlich, Inquisitoren haben nur Nahkampfwaffen, keine Schild und keine Zweihandwaffen und keine Fernkampfwaffen irgendwie so. Es war irgendwie die Klasse, die ein bisschen mit den Waffen am meisten eingegrenzt wurde. Aber okay. Wir haben keine Items in der Kiste, stimmt. Aber Schadenmangel. Ich brauche einen Begleiter. Also wir haben ein paar Sachen rübergenommen, stimmt. Ja, das ist jetzt ein Problem. Gut. Jetzt einen Angriffsring holen. So. Gut, wir haben ein paar Sachen rübergetan, aber das sind ja eigentlich auch nur die Runen für Drachenmage. Jetzt muss ich die richtige Taste finden. So, und ich muss die Punkt- und die Komma-Taste manchmal drücken, damit ich einfach genügend die Minions aggressiv halten kann. Sonst greifen die einfach manchmal gar nicht an. Und ja, ich habe jetzt noch nicht so extremst probiert, aber sie sollten eigentlich dann immer angreifen, wenn sie nicht angreifen. Sonst haben wir einfach ein bisschen ein Problem. So, die anderen brauche ich jetzt noch nicht angeswert. Level 6 nehme ich noch mit. Genau, manchmal kommt er einfach mit und bleibt. Das ist ziemlich cool. So, wir müssen noch die Runen einlesen. Noch einen? Hallo? Doch drauf geklickt. Also, unbedingt, ja, unbedingt hier entsetzen. Das ist das Nahkampf-Skelly von Diablo 2. Krass. Ich dachte, die wären ganz normal, aber die sind so spektral. Geil. Ja, ich habe mit Poison Nova gespielt und mit Level 12 war das schon ziemlich hart. Hat fast keinen Schaden mehr gemacht. Weil die Gegner irgendwie auch sehr viel Feuerresistenz hatten. Keine Ahnung, aber das Balancing ist halt noch nicht so gut in diesem Mod. Er ist zwar schon alt, also ich glaube 2017 oder so. War so ein richtig guter Patch, wo viel gebracht wurde. Und mittlerweile einfach kleinere Patches, aber jo, es ist wahrscheinlich auch schon viel besser als damals. Zum Beispiel eben so die überarbeitete Grafik. Ja, die dunkleren Nächte und so weiter. Und ja, viele Bosskämpfe kamen, glaube ich, dazu. Also neue Bosse. Nee, nicht abhauen jetzt. Nein, haut ab. Ich habe ihn leider angeklickt. Genau, hier hinten sind immer so ein paar von den Banditen. Die stecken sich. Oh, gut getroffen, beide. Im Laufen ist natürlich sehr toll. Genau, greift nochmal an. So. Ihr seht, es ist ein bisschen stärker. Also die Minions sind irgendwie ein bisschen stärker am Anfang. Das ist einfach gut, oder? Das muss ich fragen. Ist Intelligenz dafür notwendig, um Minions stärker zu machen? Kriegen die einen Schadensboni über? Ich würde nämlich gerne auch auf Vitalität oder Ausdauer gehen. Ich spare mal die Ausdauer und die Vitalität werde ich einfach, wenn ich es brauche, nehmen. Hier aber auf Intelligenz, damit der Knochenspeer stärker wird. Der wird auf jeden Fall dann stärker. So, wir brauchen relativ schnell Intelligenz, also Intelligenz, Konzentration ist das natürlich. Und jetzt muss ich kurz schauen, wir müssen einfach Unterwelt nehmen und wir müssen Inquisition Fokus nehmen, die zwei. Gut, dass Fokus da ist und Inquisitionsfokus hat gar keinen. Wie kriegen wir den Knochensperrschaden denn hoch? Wenn es der Geoni gibt, der Kunde. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts. Hier brauchen wir natürlich einfach ziemlich alle Defensive. Ich nehme wahrscheinlich Härtes und einen Zau oder Schildkunde nehme ich wahrscheinlich nicht. Außer die Schrumpfköpfe, die gibt es jetzt auch neu im Spiel, weil sie ja in Diablo 2 vorkommen. Wirken dann auch gut mit Schildkunde. Also nehmen wir zuerst Unterweltfokus oder Inquisitionsfokus. Ich denke wirklich, die Minions müssen auch stärker werden. Ja, Unterweltfokus. Eventuell, weil es Minions sind, brauchen wir gar nicht Unterweltkunde.
Aber ich denke schon, damit sie vielleicht auch zäher werden, aber genau wie das geht, weiß ich nicht. Wir müssen halt einfach das so spielen, dass wir halt stärker werden und nicht unnötig nicht stärker werden. Ja, weil wir es einfach nicht wissen, oder? Das ist das Problem. Ich bin natürlich nicht der Mega-Profi in. Oh, hat weniger Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das Problem ist, oder? Man erahnt es nur schwer, wenn man halt das, die Technik im Hintergrund gar nicht weiß und das halt auch nirgendwo erklärt wird. So, ein Schild, ein Rundschild. Ist das gut? Dann. Ja, für den Anfang schon. Das hat jetzt zum Beispiel Blockchance, wenn man als Schildkunde hat. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt so schnell. So, also, wir brauchen noch die Weide, das Schatz von der Weide. Da ist der Gegner. Komm, Skeletten. Nein, Skeletten. Wenn ihr jetzt angreift. Ah, jetzt greift er trotzdem an. Aber wenn er mal nicht angreift, dann wirklich mal die Komma oder die Punkt-Taste. Die Komma-Taste ist links, das ist die Komma-Taste. Oder einfach umwandeln, also es sind einfach so Haltungen. Einer greift an, der andere verteidigt er. Er macht die Minions einfach zum Verteidigen. Und der andere macht irgendwie in der Nähe bleiben oder so. Und wenn man das ein bisschen umstellt, greifen sie dann wieder an. Aber ich hoffe einfach, es geht gut, weil es ist schon ein bisschen manchmal dann nervig gewesen. So, wir sehen schon cool aus. Ist das jetzt der, ja, das ist der die Schulterplatte. Abgenutzte Tunika. Ja, ist ein bisschen verrissen, hä? So. Solange wir jetzt nicht in den Nahkampf immer gehen, bekommen wir wenig Schaden. Ich mache ihn natürlich auch ein bisschen defensiv, weil wir Minions haben. Die müssen jetzt nicht unbedingt so mega gestärkt werden. Sollten. Ja. So weit gestärkt werden, dass sie halt nicht mehr sterben können. Oder fast nicht mehr sterben können. Einfach defensiv genügend machen und dann haben wir es echt ziemlich gut. Aber jetzt erstmal die Magier-Skelette und der Golem bekommen. Umlenkung ist für den Schattenkrieger, der ist ja gelb. Ich hole mir die anderen zwei Quests noch und hole dann noch den Fischer, die Fischer-Quest. Und dann können wir ja zur Stadt gehen. Gehen wir noch bei der Waldelfe vorbei, dass ich den auch noch gezeigt habe im Let's Play. Habe ich ja im Livestream gezeigt. Und jetzt greift er zum Beispiel nicht an. Hey. Hey, hallo. Jetzt endlich heim. Nach dem dritten Mal drücken. Einen Schluck getrunken. Ja, es ist ziemlich schwer, eben auch, weil wenn ich immer Heiltränke trinke, der Charakter. Weil die Gegner halt am Anfang vor allem sehr überlegen sind noch. Schadentechnischer. Viel zu viel Schaden nochmal. Ja, immerhin greift er immer schnell wieder an, aber es kann dann sein, dass man irgendwo in einem Gebiet ist, wo das Spiel einfach so denkt, es ist friedlich, die Gegner sind nicht da, also lassen wir die Minions auch nicht angreifen. Ist irgendwie ein Bug. Ja, kann man halt nicht so viel machen. Es wurde halt nicht fertig entwickelt, das Spiel. Das ist auch eben Hardcore, die Modder können nicht so viel machen. Sie können eben Gegner einfügen, Items verändern und zum Beispiel Zauber noch ein bisschen verändern, aber ja, viel mehr halt nicht. Warum sind ja die Beschreibungen noch falsch? Das heißt Verstümmelung, sondern Knochensperr zum Beispiel heißt. Aber gut, also haben wir schon mal hier ein paar Quests wieder erreicht und auch Händler. Also einen Händler ist hier. Ein Spieß. Gut, ich tue mal alles hier verkaufen. Und schau mal. Den tue ich auch drin verkaufen. Oh, eine Peitsche. Ah, das ist jetzt ein Schrumpfkopf. Das dachte ich mir schon. Hey, eine Peitsche sieht doch nicht so aus wie ein Kopf. Es ist der Schrumpfkopf, der heißt einfach Peitsche, okay. Oh, hier haben wir zum Beispiel
Ja, wir haben zu wenig Geld. Hey, was macht ihr? Hallo, nicht hier ins Lager, das ist safes Gebiet. Damit. Die sind schon extrem aggressiv. Die killen, glaube ich, die Wachen hier. Oh je. Das ist ein cooler Zauber, zu wenig Reichweite. Das ist einfach irgendwie so ein bisschen nervig, alleine mit ihm zu spielen oder so. Und ja, eine Kombination mit dem Ding Nova. Gift Nova. So. Eine Truppe hier noch. So, da. Gleich nochmal zum Händler. Ja, die Gegner haben ein bisschen weit Sichtweite. Lieber noch besiegen, bevor wir wieder ins Lager gehen. Und hier ist irgendwo noch ein Questgeber. Ah ja, die noch. Wunderbar. Also. Ja, genau, die Gelegenheit. Die Inquisition, es ist so richtig Star Wars-Film. Es hat eben zwar mit der Zeit und so nichts zu tun, aber es wäre so geil, wenn Star Wars einfach so ins Mittelalter noch reingeht. Machtzug, das könnte noch ein Minion sein. Was ist es da? Ah nein, das ist ein Fluch. Ich glaube, das ist. Ah, den möchte ich kaufen. Ich brauche das Amulett. Wir kriegen schon genug Geld fürs Runen umwandeln. Wie heißt es? Verwirren einfach? Oder ist es ein anderes? Gibt ja noch Massenkontrolle oder so. Ich habe halt schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Ja, Resurrected, Diablo 2 Resurrected ging ja bei mir nicht so gut. Hat einfach viel zu viel Leistung verbraucht. Hat nämlich die FPS nicht auf 60 limitiert, sondern ist auf irgendwie 2000 oder so gelaufen. Wegen G-Sync und seitdem ich das dort gemacht habe, habe ich ja noch den Absturz gehabt mit dem Festplattencrash. Und jetzt momentan habe ich es halt wahrscheinlich auch noch nicht so unter Kontrolle, dass ich das G-Sync aus habe. Also kann ich es wahrscheinlich auch momentan nicht let's playen oder sonst irgendwas. Ja, ist ein bisschen schade. Würde ich gerne spielen oder wenigstens Livestream oder so. So, wir machen hier weiter. Brauchen eigentlich Rüstung jetzt noch nicht so schnell, weil wir Minions haben. Genau, und da möchte ich noch nicht rein investieren. Da haben wir aber eben auch nicht die Möglichkeit. Ich glaube, wir müssen nur wählen. Also es macht keinen Unterschied, ob wir das obere Bronze nehmen oder das untere Bronze und so weiter. Sondern, ja, wir nehmen einfach eins. Das, was eigentlich am besten passt, nehmen wir. Egal ob oben oder unten, wir nehmen das, was am besten passt. Und ja, dann haben wir eigentlich das ja schon mal fertig. Dann müssen wir nur noch Runen sammeln und die einsetzen, ohne dass natürlich die Regenerationszeit so mega in die Höhe schießt. Aber so wie es aussieht, können wir da wirklich unendlich einfügen. Solange die Minions halt überleben. Sonst haben wir ein Problem und müssen lange warten, bis dann wieder der Minion beschworen werden kann. Aber ja, das ist ziemlich gut. Also, ja. Ich werde wahrscheinlich auch mehr in Unterwelt. Nein, nicht Unterwelt, ist eher Minions. Ich werde wahrscheinlich eher oben in den Fokus einarbeiten. Damit wir einfach öfters. Oder Flüche, genau. Ich weiß hier nicht. Altern ist ja ziemlich cool. Machtzug. Widerstandsschwund ist. Nein, der da. Dann haben wir eigentlich somit hier nochmals einen Angriff, aber ihr müsst mal sehen, wie schlecht. Also, er tut einfach einen Gegner irgendwie verfolgen und er bekommt einfach manchmal Schaden. Und das Doppelgänger. Das ist jetzt Altern, genau. Also machen wir doch in Machtfokus noch ein paar Punkte hier. Weil wir selber müssen ja nicht so viel Schaden machen und haben welche Blitz dann einfach. Also Alten ist wahrscheinlich auch nur so ein ja, Debuff. Ja, der macht einfach Langsamkeit, heißt das im Hauptspiel, glaube ich. Ja. Die Gegner verlangsamen, vielleicht ein bisschen stärker verlangsamen. Jetzt nicht so genau.
Also Widerstandsschwund vielleicht für Bosse dann später. Hauptaufmerksamkeit setzen. Für die Skelettmagier. Genau. So. Haben wir noch einen Gegner? Nein. Angriff. Aber eine neue Rüstung. Ja, billiger Kyras. Oh, sieht so geil aus. Oh ja. Yeah. Also, ich muss mal kurz den Programm, den Afterburner. Wie heißt der? Doch, Afterburner. Kurz starten. So, dann mache ich kurz einen Screenshot mal. Skeletten, bleib hier. So, es geht. Und ich mache hier nochmal. Sieht nicht so schön aus im Hintergrund. Ja, Screenshot. Wunderbar. Ja, Afterburner macht gut Screenshot, wenn ihr Screenshot machen wollt. Jetzt dieses Programm, dann habt ihr auch einen Performance Boost. Und ihr ein bisschen übertakten scheinbar. Ja. Vergeltung. Was könnte das sein? Ah, oh, ist auch ein Buff, den wir nicht brauchen. Was war das? Einfach noch was. Das ist ein Debuff. Buff. Mal kurz ausprobieren, was das am Gegner macht. So, wo haben wir nochmals einen Weg? Auf den Friedhof möchte ich eigentlich auch, aber ich sollte lieber ein bisschen vorwärts machen. Da der Start schon recht lang ist. Also was machst du? Hä? Ah, das ist Ding. Reflexion, wie es heißt. Ah, Eisene Jungfrau. Das ist Eisene Jungfrau. Ist auch cool. Mal einfach keinen einzigen Gegner töten, sondern alles Eisene Jungfrau benutzen lassen. Ja, es gibt so Meme-Builds, zum Beispiel auch in Last Epoch oder Diablo 4 ist es, glaube ich, auch, wo einfach nie ein Gegner tötet. Zum Beispiel bei Oblivion, das möchte ich gerne mal einsetzen, wenn ihr Lust habt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Oblivion sehen wollt. Ja, das ist cool, ist hier Oblivion. Ziemlich cool, wenn man einfach so Meme-Builds und so macht und irgendwie lustiges Rollenspiel. Ist aber eben sehr schwer zu spielen, wenn man halt auch nicht so eine gute deutsche Übersetzung hat und so. Vielleicht tue ich einfach so ein paar Deutsch-Mods oder so Unterstützungsmods mit installieren. 200. Komm, wir gehen ein bisschen auf MF. Jetzt sehen wir irgendwie ein bisschen artig aus, wie da der Imperator Palpatine. Das ist ein cooles Screenshot. Man sieht einfach, die blaue Haut ist noch stärker blau. Also so richtig. Ja, jetzt müssen wir da unten durchgehen. Was haben wir denn? 23 Minuten. Das geht ja locker noch bis zu... wie heißt jetzt schon wieder die Stadt? Schlehenfurt, genau. Ich mag irgendwie die Stadt, aber Schlehenfurt, vor allem für einen Schweizer, ist es ein bisschen kompliziert, ein bisschen schlecht zu sagen. Oder zu überlegen, also mal. Oder den Namen zu finden. So. Dafür haben wir in der Schweiz auch relativ schwere Namen. Zum Beispiel La Chotfo. Ist ja französisch. Aber man schreibt La Höchste Fonds. Oder es gibt eine gute Meme-Stadt, weil auf Englisch heißt das etwas eine Frau, die sich verkauft an Männer. Ja, hat etwas ähnliches wie Strand auf Englisch. Und ja, gibt es einfach im Wallis. Im Kanton Wallis. So, hier habt ihr ja ein bisschen schwerere Gegner gehabt. Amazone waren wir hier noch. Und der Zauberin waren wir da hier, glaube ich, gar nicht. Boah, der ist jetzt gerade... ich wurde gerade geheilt. So, noch einen und dann können wir dann den Unterweltkunde, die Unterweltkunde holen.
So. Ja, hier haben wir immer noch nicht die richtigen. Hier haben wir nämlich eine Angelquest. Jetzt müsst ihr mal schauen, wir bekommen 164 Gold. Für kurz hier hoch zum Hof zu gehen und die Angelquest abzugeben, bekommen wir 164 Gold. Das wird ein Anfang eine wunderbare Quest. Wenn wir einfach auch genügend stark sind hier für die Matrosen. Ja, sind ja Piraten, also ja, sind Matrosen. Und ja, der Freibeuter sind dann wieder die Piraten. Also Matrosen, der ja, der Freibeuter. Das ist ein bisschen komisch. So, wir sehen hier auf der Map rechts oben einen blauen Kringel mit Ausrufezeichen und das sind immer Mitarbeiter von Ascaron Quests. Die am besten einfach nicht holen. Die werden auf der Map markiert. Ihr seht es. Sie werden markiert. Und sind einfach nur noch Kringel und keine Ausrufezeichen mehr, aber sind einfach Kringel. Und dadurch wisst ihr dann später genau, wo ihr hin müsst. Ihr könnt sie natürlich wieder besuchen und habt es dann wieder, wenn ihr die Quest auch angenommen habt. Aber es ist so eine Art Mega-Quest, wie zum Beispiel die Bugs-Quest von dem Community-Patch. Und es ist einfach für später, wenn ihr alles schon mal erkundet habt. Ich nehme ich gerne auch noch mit. So. Und dann ist die Quest auch schon vorüber. Geht bei diesem Mod natürlich ein bisschen länger, weil die Gegner stärker und zäher sind, aber ist eine völlig easy Quest, die ich eigentlich immer gerne nutze. So. Da haben wir auch noch ein bisschen Gold. Ja. Ich mag den Inquisitor. Er redet so richtig böse, aber er macht irgendwie gar nicht. Also, die Quests sind halt nicht alle richtig böse. Es gibt manche Quests, die verändert wurden, es gibt manche Quests, die nur bei den Bösen sind und manche nur bei den Guten. Aber es ist nie so wirklich. Es ist einfach ein Böse, den man gerne haben muss. Ja, ist jetzt langsam zu teuer. Ich nutze aber trotzdem noch mehr MF. Ah, der hat nur ein. Der hat nur einen. Gleich mal hier reintun, damit ihn nicht verkaufen oder so. Da unten ist er. So. Und ich glaube, ich nutze jetzt momentan einen großen Zauberstab. Der macht einfach unglaublichen Schaden. Jo, und dann haben wir natürlich wieder hier nicht so viel. Die müssen wir drin behalten. Und die Heiltränke, ich weiß nicht. Müssen wir mal kurz schauen, ob wir da. Das Schlechteste zuerst haben. Schwach, ja. Okay. Dann werden sie verbraucht relativ schnell. Also, wo haben wir das Skelett? Das ist aber hinter der Truhe. Genau, hier ist das Skelett. Jetzt gehen wir zum Abschluss. Ja, gehen wir noch kurz zum. Wo ist eigentlich die Charakterquest? Die kommt erst später beim Inquisitor. Wie langsam. Oh. Was haben wir denn? Minus 24,7%. Ja. Dafür eben mega stark. So. Machen wir doch die Zombie-Quest auch noch beim nächsten Part. Ja, in der Tat. So, also bald, Elfin. Der liebe Inquisitor. Kann ich das aber so hinstellen? Der liebe Inquisitor. So. Die werden irgendwie anders herumstehen. Ja, sehr gut. Waldelfin? Ja, komm noch ein bisschen. Ja, Waldelfin. Oh, ein Pärchen. Ein Traumpärchen. Oh ja. So, wunderbar. Screenshot. Sehr schön. Ja, die Zombie-Quest. Finde den verrückten Magier, der das Mädchen entführt hat. Dann ist der Zombie das Mädchen. Wie grausam, liebe Entwickler. Ist der Zombie dann so groß? Nein, der Zombie ist irgendwie. Der hat das Mädchen einfach getötet. Komm. So. Die Farmer. Oh. Böse. Weshalb störst du mich? Ihr wirkt sehr unsicher. Das ist nicht gut. Jo.
Genau. So, dann haben wir hier nochmals die Quest. Okay, hier ist auch die Quest für den Inquisitor, das blaue Fragezeichen. Sehr gut, also nehmen wir die im nächsten Part mit und ja. Mache, denke ich mal, nochmals eine Aufnahme. Muss aber schauen, wie viel Festplatten speichere ich noch habe. Ja, und hol mir eben mit dem nächsten Geld mal eine ganz große Festplatte. Um viele Spiele auch zu installieren und zu spielen können. In den Livestreams mit euch. Jo. Okay. Leider nichts mehr so Gutes. Also, im nächsten Part sehen wir dann die anderen Skelette, denke ich mal. Also die Magier noch. Und der Golem. Und ich denke, muss ich noch kurz sagen, pro hier Stufe, wo ihr rüber geht, oder? Ja, nehmt die Auswahl. Habt ihr dann ein Skelett mehr? Also hier haben wir zwei, dann drei und dann vier Skelette. Hier wahrscheinlich auch. Oder hier ist es einfach eins weniger. Und beim Golem ist wahrscheinlich nur einer. Oder es wird anders aussehen. Er wird wahrscheinlich vom Tongolem zum Blutgolem zum Eisengolem zum Feuergolem oder so. Denke ich mal. Aber das werden wir dann sehen. Wie sehen wir aus? Schon so low, noch so low und schon sehen wir schon cool aus. Mega. Jo, also dann bis nächstes Mal. Tschüss.